So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen, Guten würde ich Morgen, eher sagen. Guten wahrscheinlich Morgen, ja. ja. Wir sind da, es wird wahrscheinlich so ein ewig langer Talk werden, weil ich auch mal wieder wie immer ziemlich im Arsch bin. Na. Und gerade vom Spiel des Jahres sind da gekommen, was sehr cool war. Aber wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen mit euch quatschen über unseren Messetag oder über euren Messetag. Diese Kamera ist lustig, der Bildausschnitt ist immer komplett anders, als er da aussieht, aber das kriegen wir hin. Hallo, wer ist schon da? Sebastian G. Moin. Guten Morgen. Auch Grüße an alle, die ich heute getroffen habe. Ja, schöne Grüße. Das ist der aktuelle Talk. Das ist von gestern. Das ist von, ich habe Das kein gelbes Kleid an. ist von Hallo, ich habe gestern. hier Würfel und so. Das ist der von heute. Heute mal mit den 10 Zuschauern, wir sind ein bisschen spät dran, 1 Uhr. Die Gespräche wird nicht so lange werden. Also, alte Late Night Talk, stimmt schon mal, Late Night Talk. Ja, genau, es ist wirklich late. Hallo Christian, ich hoffe, ihr alle viel Spaß auf der Messe. Könnt ihr uns auch gerne erzählen, wie euer Tag so, was ihr so für Highlights hattet. Bei mir war es eigentlich so ein klassischer zweiter Tag. Man ist viel rumgelaufen, hat viel mit Leuten gequatscht. Wir haben tatsächlich ein Spiel gespielt. Wir haben Und das sogar. zwei Spiele Was haben wir noch gespielt. gespielt? Wir haben mit dem netten Österreicher. Ja, stimmt, genau. Wie hieß denn das? Riffforge. Riffforge. Ja, das war cool. Genau, Also ich von fand das cool. One More Games, glaube ich, oder so. Der neue österreichische Verlag mit ehemaligen Mitarbeitern von Edition Spielwiese, die ihn gegründet haben. Sie hatten einen sehr schönen goldenen Stand. Ne? Auf so einer Messe gilt ja immer auffallen um jeden Preis, Und die gerade wenn man. hatten Mannerschnitten. Was hatten die? Mannerschnitten. Mannerschnitten? Mannerschnitten. Essen. Futter. Lecker. Hast du auch gegessen? So Ach so, viel ja, mit die Wiener Fasel. Waffeln. Da ist Ja. ja Mana-Schnitten her. Nein, nicht Was Mana, Mannerschnitten. denn? Lecker. Ja, hatten sie. Haben wir gespielt, war ganz cool, war noch voll Prototyp. Dementsprechend völlig reduziert auf. Ja. Aber ich habe mit dem Designer gesprochen und habe gesagt, ich würde es cool finden, wenn es genau so bleiben würde. Weil Ja. es muss nicht überladen sein. Es war reduziert, aber auf das, was es aussagen soll. Das soll auch schon geil auf dem Tisch aussehen. Also, die haben den Illustrator von Seven Wonders zum Beispiel dafür gewinnen können und haben auch schon, also das haben wir auch gemerkt, beim Spiel ist es ja auch also wenn man es jetzt runterbrechen will, was wahrscheinlich die allermeisten tun werden, werden sie sagen, es ist so eine gepimpte Magic Schottentotten-Version, aber ungefähr bei der Grundmechanik hört das Spiel auch schon auf. Und viele Highlights sind auch mein Budget geschränkt, aber ich bin happy. Dann erzähl doch mal, Christian, was waren denn für dich Highlights? Und wenn du schon dein Budget sprengst. ja, also bin mal gespannt, wie es aussieht. Wenn man es nicht auf der Messe spielt und auch die Karten ein bisschen besser kennt, dann könnte das sicher ganz cool werden. Die haben auch noch ein richtig großes Spiel in petto, wo auch ein Kumpel, der aus Berlin gesagt hat, der auch so der total, der findet halt Spielrock spielt total geil, also ein kleiner Spielemasochist. Und er hat gesagt, das ist das geilste Ding, was er hier auf der Messe gesehen hat. Da bin ich ein bisschen gespannt. Also, Timo, enttäuscht mich nicht. Gucken wir uns wahrscheinlich Sonntagnachmittag an, Sonntag. wobei wir um 16 Uhr einen Termin haben. Ich muss mal gucken, ob wir das irgendwie anders machen können. Wir werden noch keine ganze Partie spielen, weil das ist so auch die Zeit, wo man dann mal rumläuft, guckt, wo noch irgendwie gerade was abgebaut wird und so. Und da werde ich dann nicht irgendwie eine Stunde Spiel spielen können, leider. Aber wir werden natürlich versuchen, das irgendwie möglich zu machen. Mannerwaffen. Apropos netter Österreicher, vom 15.11. bis 17.11. Ja, wie das Spielefest in Wien war früher so eine österreichische Spielermesse. Cool, das ist auch gerade zufällig mein Patreon-Supporter-Wochenende, die können also alle nicht. War ich auch nicht. Aber ich habe heute sogar, also wir waren heute 4 Ja. Brettspielblock-T-Shirts auf dem Spiel, das war sehr, sehr cool. Ihr sollt euch das auch dringend alle zulegen. Der Christian aus Österreich ist mir im Weg gelaufen, endlich mal getroffen. Ja, Nach all den JKL. Jahren, Jockael war auch Ja. beim Supporter-Treffen, hatte auch das T-Shirt an. Ja, das fand ich schon mal sehr toll, dass wir wirklich zu viert da waren. Hi Marcel. Marcel, du musst mir übrigens nochmal, irgendwie müssen wir das anders machen. Du musst mir einfach alles, was ich kaufen soll, da musst du unten nochmal quasi so einen Absatz machen. Marcel, kaufen, dann einfach nur Halle, Spiel, wo, wie teuer, was. Und dann laufe ich oder Mama oder wer auch immer Ich gerne. los und kaufen das einmal Ja. alles, weil momentan ist es noch ein bisschen viel verwirrend. Und ich bin, so ein Tag ist, wie gesagt, gefühlt bin ich gerade aufgestanden, wir standen eine Stunde im Stau zur Spiel und Furcht. jetzt ist schon wieder nachts um 1. Also die Tage sind Ja. so krass schnell rum, dass ich das mehr so wie ferngesteuert bin, das gar nicht alles wirklich war und ist auch einfach nur geil und redet mit total vielen Leuten und sieht total viel und denkt sich, das will ich mir angucken, das will ich mir angucken, hier will ich recherchieren, aber jetzt war ich halt auch wieder bis 5
eins, fast halb eins unterwegs. Und ja, aber angefangen hat es damit, dass wir ein bisschen, ich dachte so, ja, 9 Uhr los, dann ist es vollkommen okay. Nein. Aber wir sind erst 10 nach 9 ungefähr losgekommen und waren dann halt, standen quasi ab. Aber drei Straßen weiter. Nicht, weil die Mutter nicht fertig war. Ja. Die Mutter hat den Bendo zu spät geweckt. Was? Hallo? Weißt du, wie alt du bist? Ja. Ich wecke gar niemanden mehr. Mein Bäcker war auch der erste Teil. Ich war sogar vor dem Bäcker noch wach. Das ist selten. Und es ist einfach, also wir müssen morgen eigentlich um 9 Uhr schon fast da sein. Das heißt so um 20 vor 9 los, also um 7:45 aufstehen, also bald. Und ich muss dann noch wieder ein paar E-Mails schreiben, ein paar Spiele recherchieren, die ich mir gesehen habe. Ich habe relativ viel von dem abgearbeitet, was ihr mir gestern so mitgeteilt habt. Die Buttons, wir haben noch also über die Hälfte auf jeden Fall übrig. Also so, dass es bis Sonntag auf jeden Fall reichen sollte. Morgen Samstag, da haben wir alles raus, was geht. Also auch jeder, der mich anquatscht, kriegt einfach so ein Ding. Da heißt ob er will oder nicht. Ob er will oder nicht, wird einfach genommen. Ja, machen wir. Ich muss mir einfach nächstes Jahr noch irgendwie irgendeine Promo oder ein Special ausdenken für alle, die mit dem Button vom letzten Jahr rumlaufen. Wiederkommen, genau. Und dann gibt es nochmal ein Incentive, einen zu bekommen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall auch alle dabei. Das heißt, wenn wir jetzt out of buttons sind, dann sind vielleicht wir out of buttons. Machen wir nächstes Jahr, wer noch den von diesem Jahr hat, kriegt nächstes Jahr einen Mutti-Spezial-Button. Ja, vielleicht. Das wäre cool. Ich hätte doch ein Jahr drauf drucken sollen, aber ich hatte keine Ahnung, wie die weggehen. Gefühlt ist das auch so der neue Trend. Das sind irgendwie Das haben alle Buttons. Alle haben echt gedacht, wir haben voll die coole neue Idee. Ja. Wir machen Buttons und wer hat Buttons? Alle. Das freuen sich auch alle drüber. Ja. Es ist auch so, nicht, dass man denkt, so ein Button und so. Schon ganz cool. Wobei der vom Spiele Würfelmagier ist tatsächlich noch größer als meiner. Aber das ist auch nicht schlimm. Wie hört sich das an? Ja. Oh, wer will das wissen? Es ist, wie es ist. und ja. Gibt Steff welche für München? Also alle Tiny Epic Spiele, okay, da bin ich raus. Alle Ballspiele bin ich erst recht raus. Alle GMT-Game-Spiele. Welche? Pangea. Hat einer von euch Pangea gespielt? Das würde mich nämlich tatsächlich interessieren. Die Foodchain-Erweiterung muss ich ja auch noch spielen. Was sind die Looping-Spiele? GMT-Games. Okay, da bin ich auch raus. Frag mich mal, was ich heute am besten fand. Mutter, was fandest du denn heute am besten? Dieses kleine Spiel, was wir gespielt haben. Ja. Wo wir nur zufällig stehen geblieben sind, was ich dann gekauft habe. Ich bin da schon gezielt hingelaufen, das war Absicht. Echt? Auf Marcells Eintrag habe ich mir das gemacht. Ja, das weiß ich ja nicht, mit mir spricht ja keiner. Nee, ich laufe einfach nur weg. Genau, aber das fand ich toll. Wie hieß das? Chaté. Genau. Es ist ein kleines Kartenspiel. Ein ganz, ganz kleines. Nein, es ist kein Kartenspiel, es sind 9. Also es ist ein bisschen so groß wie ein Bierdeckel vielleicht, etwas kleiner. Mhm. Erzähl mal, dann könnt ihr sagen, woran euch das erinnert. Ich habe ja keine Ahnung. Nee, darum sollen die auch erzählen. Also man hat 9 Plättchen, etwas kleiner als Bierdeckel. Da drauf ist eine Darstellung, wo ein bisschen Wasser und ein bisschen Wüste oder Erde ist. Oder Land, Wasser und Land. Das ist deins, ne? Ja, und wir müssen versuchen, ich hatte Wasser und Ben hatte Land. Und wer am meisten Land oder am meisten Wasser nebeneinander liegen hat, das ist eine Verbindung, eine Straße oder sowas ergibt. So eine Land- oder Wasserfläche. Genau, und der hat dann nachher gewonnen. Es hört sich total simpel an und das habe ich auch gedacht, als wir angefangen haben zu spielen. Aber es hat total Bock gemacht, dass ich sofort gesagt habe, das muss ich gleich mal kaufen. Das kann man wieder mal mit ganz vielen Leuten spielen. Mit klein, mit groß, mit alt, mit jung. Und Ben hat verloren, das fand ich am allerbesten. Darum habe ich es natürlich auch sofort gekauft. Natürlich der Gentleman, ne? Nein. Damit hat er das nicht zu tun. Ich habe es einfach sofort gecheckt, wie es geht. Tatsächlich kann man das auch fast selbst machen, wenn man einfach ein Carcassonne nimmt mit 9 Teilen, wo immer Stadt und Wiese drauf ist. Und dann hat man das auch fast, also... Ja, aber wir wollen doch diesen kleinen Verlag auch unterstützen. Ja, also es waren viele von diesen kleinen, coolen Spielen, die man halt so nett zu zweit drunter spielen kann. Ist halt nichts so für den geneigten Vielspieler an sich. Aber ich wollte mir morgen auf jeden Fall nochmal die anderen Spiele angucken. Ja, wir haben keine Zeit heute. Wie immer. Oh, furchtbar. Zweimal verloren heute. wirklich, also Carcassonne einfach. Hi Penny! Schön, bist du wieder gut nach Hause gekommen. Das freut mich sehr. Ich freue mich so, dass wir uns so spontan getroffen haben. Das war echt super. Wo ist überhaupt Frau Pinker? Wieso guckt ihr uns nicht? Ich habe jetzt schon wieder nicht vorbereitet. Warum nicht? Schon wieder ganz Zelle hier. Wir sind nie vorbereitet. Und ich halte nicht wieder... Nein. 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 Ja, Marcel, deine anderen Lieferungen sind nicht zeitsensitiv, oder? Haben wir einen Stift?
Ja, aber ich hole den nicht wieder. Ja, ich hab doch schon. Ich laufe mal vor die Kamera. Michael kann gut zu Hause angekommen. Und da wird wieder fleißig aufgeschrieben. Das sieht furchtbar aus. Ja, ihr seht ja. Das da sieht aus wie bei mir zu Hause. Genau, nee, ansonsten haben wir heute. Also, ich habe Cloud Spire mitgenommen heute, das war sehr cool. Das ist doch traumhaft, das ist ein guter Service. Da freue ich mich sehr drauf, das ist auch wieder ein riesen Kasten. Marcel, wir hoffen, dass dein Suburbia morgen noch im Spieleburg. Die haben das aber auch mitgenommen, ne? Den großen du Kasten. Hast alles getragen. Wir haben alles getragen, ja. Tatsächlich. Okay, es ist also safe im Auto, es ist also sicher. Wir wollen es erst auf, bei Spieleburg lassen, aber. Haben Dank. Es ist auch mal geil, wenn ich halt sagen kann, ja, die Spiele muss ich ihm zum LKW bringen. Ja. Hört sich ein bisschen dekadent an. Das hört sich dekadent an, aber genau, die anderen Sachen sind nicht zeitlich gebunden. Genau, Cloudspire, genau, das habe ich. Nächste Woche erstmal Lind spielt, neuen Rathaus, Juhu, Brettspiel-Events im Vormarsch, sehr gut. Gerade eingeschaltet habe ich dich getroffen, das mit Augentropfen anderweitig geklappt. Ja, das hat geklappt, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe dann drauf geguckt und die waren schon abgelaufen seit März 2018. Ich habe sie dann leider entsorgen müssen und es geht meinem Auge. Gott sei Dank, es ist noch nicht schlechter geworden. Aber ich habe irgendwie keine Zeit, zur Apotheke zu fahren. Irgendwer hat auch noch, ich muss gerade mal gucken, irgendwer hat noch geschrieben, dass auch Augentropfen dabei waren, aber uns nicht getroffen hat. Ja, da gerade. Nee, auch. Vielleicht war es auch du jetzt. Nein, es geht. Okay, genau. Was war noch heute? Eigentlich war es wieder ein super guter Tag. Wir hatten noch Meet and Greet, oder wie das heißt? Genau, das Meet and Greet also war. Also du hattest Meet and Greet und ja, ich habe wieder Essig daneben. Ich hatte nicht mal einen Tisch. Ich habe halt vor, ne, dieses Meet and Greet hat sogar eine eigene Homepage mittlerweile und war auch im Saal Europa, der ist halt riesengroß, viel besser als vorher. Die Lautstärkepegel war super angenehm. Ja. Und da waren halt dann ganz viele Blogger und YouTuber und Podcaster und Rocket Beans, waren eigentlich auch da, aber waren dann nicht da. Und wir hatten auch keinen Tisch. Immer ganz viele Leute. Wir hatten halt keinen Tisch reserviert, weil ich halt erst zwei Tage vor der Messe geschrieben habe, ach, da war noch was. Ich komme übrigens auch, was dann der Veranstalter auch ganz cool fand. Der kam noch an und meinte, ey, cool, dass das geklappt hat, dass du noch mal ein bisschen Werbung gemacht hast. Aber ja, dementsprechend hatte ich keinen Tisch, aber ich konnte eh nicht sitzen. Also ich war auch sehr unhöflich, wenn Leute gekommen sind. Saß ich da wie so ein König aus dem Thron, habe die Leute um mich rumstehen lassen, aber ich war einfach so durch. Mein Rücken hat so, also nicht wehgetan, aber ich dachte einfach, nicht mehr stehen, bitte sitzen. 3 Stunden entspannt gesessen. Ja, waren so 2 bis 3 Stunden. Ich bin auch lieber reinkommen in den Saal, da waren schon jetzt im Moment, hey! Dann haben wir da erst mal eine Viertelstunde gequatscht. Ja, aber ich habe auch jemand ist auch Rolltreppe runtergefahren, wenn ich sie hochgefahren bin. Und die ist auch, Ben, ich würde jetzt einen Button haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe die gerade nicht. Die hat meine Mutter, die ist da so einen Gang runter, weil sie hat gerade bei Hunter und Kron noch am Glücksrad gedreht. Ja. Was hast du Schönes gewonnen? Exploding Kittens, das Kartenspiel als Testversion ja, oder so. Promo-Version. Ja, aber schade, ich hätte gerne was richtig Schönes gewonnen, weil wir ja keine Spiele haben. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Ja, und dann waren wir da, das war ganz cool. Da kam auch auf einmal jemand an und hat so hingeschlichen und meinte so, hi Ben. Okay, aber gesagt, er guckt mich auch oder so. Und ich kenne ihn auch tatsächlich. Ja, die Zahl 9 ist meine Lieblingszahl. Ich meine, ich bin jetzt solche geistigen Spiele gar nicht mehr in der Lage, dachte ich mir nur. Und dann war das halt der Autor von Die Crew, Reise zum neuen Planeten. Das fand ich natürlich super nett. Der hat dann auch nochmal mit uns auch lange gequatscht. Der ist super sympathisch. Ja, wir haben uns ein bisschen über mein Hobby unterhalten, natürlich über Bridge. Und der war voll Hi. Lässig und... Messe Nein, Burnout. Hallo, was ist das denn für ein Wort? Nein, haben wir nicht. Nein. Aber vielleicht sehen wir uns morgen, Digga. Vielleicht, Digga. Digga. Alter, wieso sag ich Digga? Das Weil er so nicht. Heißt. Okay. Aber ich habe noch ein Highlight. Frag mich, ob ich noch eins hatte. Ja, erstmal kurz. Achso, das ist fertig. Was hat er erzählt? Welches Spiel war das? Knister? Knister. Knister, aber nicht das Knister, oder? Das kleine Knister von Ravensburger. Aber nicht das Knister-Würfelspiel, das eigentlich Knaster und Knaster noch ist. Das weiß ich nicht. Nicht dieses Würfelbingo, oder? Das habe ich. Also, wie man meinte, er hat schon 5 andere Spiele gemacht, die kein Mensch kennt, scheinbar. Eins ist bei Ravensburger, irgendwas. Das läuft scheinbar gut, wird verkauft, nicht ohne Ende, aber. So stetig, kontinuierlich, gut für so ein kleines Spiel. Und dann meinte er auch, frag hier auf der Messe irgendeinen von den Experten, das wird keiner kennen, obwohl es sich halt gut verkauft. Und dann hat er halt die Crew gemacht und er wartet noch auf den ersten Verriss.
Weil man, egal wo ihr guckt, in welchem Blog, in welchem Podcast, in welche Zeitung, überall nur, oh, ist toll und super und geil, und das hat halt noch keiner verrissen. Und das, damit rechnest du eigentlich auch als Autor. Ja. Und das ist schon ganz spannend, dann auch für mich tatsächlich, war heute auch beim Spiel des Jahres Dinner, wer immer so guckt tatsächlich, weil das sind halt natürlich so viele einfach so Zocker und Spieler wie ihr, aber es sind eben halt auch immer viele Verlagsmenschen dabei, also und auch eben viele Autoren, natürlich. Also früher dachte ich halt auch mal, naja, das interessiert so ein Autor, was irgend so ein YouTube-Blogger da erzählt. Und ja, also wie gesagt, von Alex Pfister gab es da gleich Kommentare zum Livestream. Auch der Michael Kiesling, den habe ich auch da beim Dinner wieder getroffen, wie letztes Jahr, wo ich ja gleich angesprochen wurde, von wegen, ne, habe ich geträumt oder so, dass deine Mutter mein Spiel verrissen hat. Das war, aber haben uns trotzdem nett drüber ausgetauscht. Und dieses Jahr hat man auch gemerkt, dass er es auch sehr cool fand, dass ich sein Spiel halt auch mochte und das auch dann gleich positiv und gut dargestellt habe. Und hat mir auch noch vom anderen Spiel erzählt, dass er gerade bei Haber hat. Das ist auch ganz interessant. Und das Lustige war, ich habe mir diesen Mechanismus erklärt, dass man auch so Plättchen mit verschiedenen Tetris-Teilen so übereinander baut auf so einer Spielplattform und dann dementsprechend die gleichen übereinander stapeln muss. Da meine ich, kennst du Cooper Island? Nee, guck dir das mal an. Das ist auch ähnlich, mit dem die gleichen Ressourcen übereinander bauen, die da nutzen können. Das ist ganz witzig, dass so ein Mechanismus parallel entwickelt wurde. Und das war halt auch super nett. Dem hast du auch, ich habe mir einfach die Begeisterung für sein eigenes Spiel und für seine eigenen Ideen und für alles, was er das macht, das war halt so voll drin. Da war so voll so, guck das an hier, und das war echt auch süß einfach. Und ja, hat dementsprechend super viel Spaß gemacht, haben uns gut unterhalten. Und am ehesten triffst du uns beim Spieleburg-LKW oder gefühlt in Halle 1, weil irgendwie sind wir immer in Halle 1, obwohl ich da gefühlt schon alles abgegrast habe. Ja, wir sind oft in Halle 1. Wir sind oft in Halle 1. Und auch meistens waren wir kurz vorher in Halle 5 und sind dann spontan wieder in Halle 1. Und darum sind wir heute, glaube ich, heute 20.000 Schritte gelaufen. Mindestens. Ich kann mal gucken, wie viel ich gelaufen bin. Ja, bitte. Aber man läuft tatsächlich viele überflüssige Wege auf der Spiel. Aber es ist ja auch gut, ne? Hat jetzt doch Enke mal einen Kommentar geschrieben, dass ich froh sein kann, dass ich bei der Ernährung mit so wenig Schlaf auskomme. Ja. Ist tatsächlich auch wahrscheinlich nicht so falsch. Was war noch dein Highlight, Mutter? Ja, wie heißt drei Hasen im Morgenlicht, Abendlicht? 12.000 Schritte waren es. Mehr nicht? Nein. Ich hätte gedacht, wir sind 20 gelaufen. Ja, dachte ich auch, aber ja. Davor waren es 14.000 bei mir. Okay. Davor nur 6, was? 10, 14, ja, schon mehr als sonst, aber so viel soll man eigentlich immer laufen. Jeden Tag. 702. Ja, heute. Ich bin in der Taxi gefahren. Da halt auch so wie jetzt hier so. Ja, meine Mutter hat sich verweigert. Ich habe schon. Du meinst die drei Hasen der Abendsonne, die Macher von Mutabo? Genau. Da sind wir vorbei und mein kleiner Enkel, der ist 5, von dem habe ich gefragt, bevor ich losgefahren bin, sag mal, soll ich dir was mitbringen von der Spiel und wenn was? Und da hat er gesagt, ja, ich hätte gerne ein Puzzle. Und wenn die kein Puzzle haben, hat er gesagt, Oma, dann hätte ich bitte ein Memory. Und dann laufen wir bei den drei Hasen in der Abendsonne, Abendsonne vorbei. Ich finde übrigens das Logo von denen so toll und den Namen auch. Und dann haben die ein Spiel, das heißt Puzzle Memo. Und da habe ich gesagt, hier müssen wir schnell stehen bleiben. Und das haben wir uns dann erklären lassen. Da habe ich gesagt, das ist exakt das, was mein Enkel eigentlich möchte, nur in einem Spiel. Und dann sind wir zwei, drei Stunden später nochmal wiedergekommen. Da war dann der Johann. Das ist der dem das gehört, genau. Und der es macht. Nee, der. Alles. In einem. Übrigens auch ein super sympathischer älterer Herr. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich kann ihn überhaupt nicht schätzen. Ja, ein bisschen älter als ich bestimmt. Ja, 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 aber knapp drüber, denke ich auch. Und der hat sich so toll auch mit mir unterhalten, das fand ich also echt prima. Und dann hat er uns, also mir dann dieses Spiel geschenkt oder dir zum Rezensieren und ich darf es dann weitergeben. Wir haben dann gesagt, dann machen wir ein Let's Play. Ein Let's Play mit Max. Genau, mit Max. Das wird dann vielleicht aber erst zu Weihnachten werden, weil das Spiel, glaube ich, bekommt er zu Weihnachten. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und dann hat er ein Buch illustriert, er hat es geschrieben. Nee, er hat es gemalt, als er krank war. Ich habe verstanden, er hat es geschrieben. Nee, ich glaube, er hat die Illustration gemalt. Er meinte, er hat es gemalt oder so. Genau, also das war ganz, ganz, ganz toll. Das hat er mir dann auch noch für den Maximilian geschenkt, hat es signiert. Und was ich sagen muss, dieser Mensch hat eine Schrift. Niemand hat bis jetzt den Namen Maximilian so toll geschrieben wie er. Das gefällt mir so richtig gut. Und ja, also das war auch ein totales Highlight. Das hat mir richtig gut gefallen.
dass die Leute so offen sind und sich so toll nicht nur mit dir unterhalten, sondern auch mit mir unterhalten. Das fand ich ganz prima. Ja, es ist halt auch ein bisschen schade, dass auf YouTube zumindest gefühlt nicht so viel Content zu Kinderspielen da ist. Ja. Und auch wenn ich mal so Kinderspiel mache, gibt es natürlich gleich 10 Daumen nach oben, alle sagen Kinderspiel. Nach unten. Ja, Christian wird wahrscheinlich liebsten 2 Daumen nach unten dafür geben. Ja, aber warum? Aber ja, weil die wollen halt sowas wie KDM und was auch immer Clouds bei sehen. Ja, das könnt ihr meistens auch sehen, aber doch so ein bisschen Nische bitte lassen. Aber es ist halt schön, weil es gibt halt echt, also auch das ist Puzzle Memory war ein super cooles Spiel, so gerade für einen 5-Jährigen. Perfekt, man macht so Memory, muss so Teile da dahin puzzeln, mit so Tieren und wenn die Tiere fällt, und auch von unten nach oben. Ja. Also man muss unten anfangen, dann ist das richtige Zusammenpuzzle, die Teile nach oben, hat dann noch extra Züge, wenn man irgendwie, vor allem, also überhaupt nicht kompliziert, hat Max auch sicher sofort verstanden, weil der ist echt, das sagen ja immer alle Eltern und Onkel und so, echt weit für sein Alter, aber ist wirklich weit für sein Alter. Spielen hilft da halt wirklich, du merkst halt, ob Kinder mit Spielen groß werden, das fördert alles mögliche. Hier, ne? Sprachintelligenz, mathematisches Verständnis. Und das ist bei dem auf jeden Fall da. Und das wird er auch wahrscheinlich nach der Messe als Messegeschenk kriegen, damit er weiß, dass die Messe toll ist. Nach der Messe gleich? Meinst du? Ich glaube, das kann er gleich schon haben. Und früher gab es auch so einfach die typischen Kinderspiele. Ich habe gerade auch noch ich bin immer Experte dafür, wie Leute sagen, hol mal ein Spiel raus. Ich habe mit den Pegasus-Redakteuren und Marketingmenschen noch II Captain gespielt. Peter hat mich angeguckt, Ben, du kriegst nie mehr ein Spiel von uns. Aber es war Spaß, war witzig und auf so einem Event, ich hole da keinen großen Klapper raus, das muss das kleine Süße sein und ja. Wir werden die Minara-Erweiterung auf jeden Fall im Stream spielen, live mit Mutti. Was? Minara? Wann? Irgendwann, Sonntagabend. Hallo, ja, bin ich fertig. Also Shayara nimmt die Tropfen. Also du kannst tatsächlich bei der Spieleburg die abgeben, wenn du noch da bist. Da draußen, ich weiß nicht, kennst du die zwischen, also in Halle 3, den Innenhof zwischen Halle 2, 3 und 1 ist es, glaube ich, wo die ganzen Fressbuden sind. Das ist draußen so ein Innenhof, wo man rein kann. Wenn du von Halle 3, also wenn du durch die Galeria gehst, so Richtung Halle 3 und da rein willst, da ist ja davor ein Tor. Und vor diesem Tor ist links so eine kleine Tür, wo man in den Innenhof gehen kann. Und wenn du da durchgehst, kommst du geradeaus halb rechts auf die Fressbuden zu und einfach links stehen 2 LKWs. Das ist dann die Spieleburg. Wer steht da drin? Wie heißt der noch? Da steht Flo rum. Der hat auch ein Spieleburg und auch meistens einen Brettspielblock-Sticker an. Und dann wollen wir fragen, ob es die Spieleburg ist und dann da die Augentropfen abgeben. Da kommen wir alle 2, 3, 4 Stunden, also am Anfang eher so 5, 6 Stunden, später so im Stundentakt vorbei und dann können wir die da abholen. Das wäre super lieb tatsächlich. Ich glaube, deinem Auge geht es immer auch gleich gut. Wir wissen noch nicht wirklich, was es ist, aber so Augentropfen helfen natürlich. Es ist nicht schlechter geworden, aber ja, es wäre toll und vielleicht treffen wir uns ja wirklich. Es wäre natürlich super. Und leider, Tofi, du hast gefragt, ob ich zu dem Wochenende komme. Und das ist so ein bisschen in der Wunde bohren. Nein, ich kann leider nicht kommen, da mein Bruder 60 wird an dem Wochenende und da muss ich zu einer bestimmt schönen Geburtstagsfeier. Würde aber so viel lieber in Hannover Schmünden sein. Hannmünden. Das heißt wirklich nur Hannmünden. Ja, macht ja nichts. Mein Mann hat sich jetzt den Fuß gebrochen und da habe ich gesagt, tschakka, jetzt brauchen wir vielleicht nicht zum Geburtstag fahren. Ach, es geht aber trotzdem, also müssen wir dahin. Aber du machst es vielleicht nochmal wieder. Es wird sicher wieder geben. Ja, aber nicht so lange. Ich würde so gerne da auch hin. Ja, es muss ja ein Special-Event bleiben. Und sind nachher Spiele schon guter Termin. Vielleicht nochmal früher. Mal gucken, wie es so läuft. Vielleicht wird es ja total doof, eine Katastrophe. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nein. Das glaube ich auch nicht. Und wir machen bestimmt in der Adventszeit, weiß ich nicht, weil da sehen wir uns gar nicht. Nee, aber über Weihnachten sehen wir uns und da machen wir bestimmt wieder irgendwas. Genau, diesmal habe ich auch kameratechnisch aufgerüstet. Jetzt geht es vielleicht nicht nur wie jetzt gerade mit dem iPad. Ich habe dann auch eine schöne Kamera und alles dabei. Und zu Hause sind wir auch technisch noch ein bisschen besser ausgestattet. Ja. Vielleicht können wir dann 14.000er? Ja, na 14.000er sollte hoffentlich schon vorher sein. Ja, aber so ein Spezial können wir machen. Vielleicht 15.000er, weil so der Adventskalender bringt gerade tatsächlich mal so 1.000 Abonnenten an vor 2 Wochen, was bei mir sonst immer ewig dauert. Na, da gucken wir mal. Aber sowas machen wir bestimmt. Genau. Irgendwie. Aber vielleicht zeigen wir auch mal Max Spiele, die er hat. Max Kinderspiele. Und dann hast du wieder 20 Daumen nach unten. Mhm. Und also lassen wir das vielleicht. Das ist doch schön, wenn man so ein vielseitiger Kanal ist. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch zum besten Solo spielt, ich habe ja ein Solo-Video vorher gemacht, viel mehr kann ich nicht sagen, weil ich
ihr könnt mich gerne auch nach Geheimtipps und so fragen, das tun doch immer alle, weil man denkt natürlich, ne, so Influencer, top informiert ist. Ich bin tatsächlich über alles informiert, was ich euch bis zum Spiel gezeigt habe. Hier tatsächlich so gar nicht, weil so ein Tag ist wirklich super, super schnell rum, ohne dass man überhaupt gefühlt irgendwas macht. Man läuft rum, man holt vielleicht irgendwie Spiele ab, die man vorher angefragt hat, man quatscht mit den Leuten, man guckt sich mal hier was an, lässt sich hier kurz was erklären, aber dann auch nur so, weiß ich auch nicht, das ist super cool, aber es ist auch so, ach, ich bin da in so einem Tunnel, man ist so wie ferngesteuert tatsächlich. Auch eine Freundin aus Göttingen hat gefragt, irgendwie heute, sie war irgendwie nur einen Tag da und so allein und das erste Mal, ob ich nicht kommen, also mit ihr irgendwie auch rumlaufen kann, die müssen was zeigen kann. Das habe ich vorhin irgendwie angeklickt, heute Abend erst gelesen und geschrieben, sorry, der Tag ist irgendwie rum. Tut mir voll leid. Darf ich das so erzählen mit dem Detektivspiel? Nicht. Wie heißt denn das? Wo wir noch den Typen getroffen haben, der uns dann mitgenommen hat. Mhm. Und wie heißt das Spiel? Hier, Adventure. Adventure? Also ne, Adlerstein und so. Ja, also den haben wir getroffen, der hat uns dann mitgenommen und dann hat er irgendwie mit Ben gequatscht und Mutter steht natürlich schweigend daneben, wie immer, beschäftigt sich aber. Und dann nehme ich so ein Spiel, das ist, glaube ich, der Vorgänger der erste von dem. Adlerstein, es hat ein neues Design, sieht jetzt super elegant aus. Ich fand tatsächlich die Pappbox auch sehr stilvoll. Okay, und dann habe ich das umgedreht, um zu lesen, was es ist. Und dann steht oben drüber, das ist das beste Krimispiel, das ich je gespielt habe, Benjamins Brettspiel. Wie ist das Meme? Nee, ist das ein anderer Name? Ich bin dafür durch, aber ja. Ja. Ein Testimonial. Okay, und da habe ich natürlich dazwischen gequatscht, habe gesagt, hier, guck mal, hast du das schon gesehen? Da sagt Ben, was? Ich sage, hier, das da oben. Sagt er, nein. Und dann habe ich gesagt, hast du das nicht? Und wusstest du das nicht? Nein, das wusste er nicht. Das wusste nicht mehr der Verlag, sondern stellst du mal, der hat mir das da drauf gedruckt. Genau, und dann hat er zu den Leuten, die da im Hintergrund standen, hier, das da oben, das ist er. Und dann habe ich gedacht, selbstverständlich würden wir dieses Spiel mitbekommen, aber nö. Manche sind halt Geschäftsmann. Es gibt nicht nur Carsten, der Geschäftsmann ist, es gibt auch andere Geschäftsmänner. Ja, aber das habe ich nicht, ich habe das nicht verstanden. Ja, und ich habe erst gedacht, es wäre ein Scherz, dass wir das nicht mitbekommen. Mir war ganz klar, dass man, wenn man das sowas benutzt, wie als kleines Dankeschön, dieses Spiel vielleicht dann her, was kostet das? Sagen wir mal so, ich habe da auf jeden Fall so viel Werbung für gemacht, dass das wäre, also ich glaube, ich hatte da schon Einflüsse auf die Verkäufe, aber ich habe das ja auch schon, du spielst es nicht, es macht einfach auch tatsächlich... Aber ich finde es cool, wenn es ein Spiel gibt, auf dem eine Aussage von dir gedruckt ist, das würde ich als Mutter, das würde mich so stolz machen, wenn ich dieses Spiel hätte. Ich hätte es natürlich kaufen können, aber ich war da ein bisschen bockig und habe das jetzt nicht gekauft, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass er selbstverständlich hier, bitteschön, haben Sie ein Spiel und freuen Sie sich darüber. Wie ja anfangs gesagt, da ich das noch mittlerweile auch auf solchen Events und auch im Spiel des Jahres sind, wo viele Redakteure, also Verlagsleute und auch Autoren rumliefen. Ich brauche tatsächlich, also ich habe ja jetzt mal letztes Jahr diese Siege so ein bisschen angefangen. Ich brauche sowas in irgendeiner guten Form, weil mittlerweile, glaube ich, würden das auch Verlage einfach zack draufdrucken. Wenn ich das Spiel für toll finde, sage hier Daumen nach oben. Und macht da irgendwie mein Seal of Approval, da müsste es halt einen coolen deutschen Namen für geben. Die würden ja halt auch draufdrucken, weil es einfach auch natürlich ein bisschen Werbung und cool und ja. Ja, aber dann kann man doch so ein Spiel hergeben. Ich finde, das hätte er machen können. Entschuldigung, junger Mann, wenn Sie das schauen. Aber so ein Mutterherz ist da halt, nicht? Ich hätte mich sehr gefreut. Ich habe jetzt fotografiert, aber es ist nicht das Gleiche. Wenn er schlau ist, wird er wahrscheinlich schlafen. Ja, ich habe übrigens schon geschlafen, 3 Stunden. Oh, meine Tochter rein gerade. Guten Nacht. Ja, und danke schön wegen der Tropfen. Vielleicht sehen wir uns wirklich. Oh, was ist das für ein A? Ja, oh Mensch, heute schläft der Chat auch schon. Es fällt ein bisschen ruhig. Vielleicht zu gestern. Wie viele Leute gucken uns? 50. Aber wir haben ja auch erst Es ist auch gleich Halbzeit. Ich wollte gerade sagen. Wir werden auch nicht so lange machen heute tatsächlich. Vielleicht gibt es morgen. Ich weiß gar nicht, ob morgen ein Blogger-Treffen ist. Ich habe mich auf jeden Fall angemeldet für 3 Monate zu spät, wie immer. Oh. Ja. Du brauchst ein Management. Nee, das geht ja auch immer so. Ja, aber wie? Ja, so mit Stil halt, ne? Ja, ich glaube auch. Das geht wahrscheinlich dann auch wieder länger. Wobei, da kannst du ja auch wieder mit. Was ach, auch. Danke, ich darf mit. Ja, das finde ich cool. Also manche waren doch heute auch mit +2. Das war schon so ein bisschen, muss nochmal Stefan fragen, wie das genau ausbadowert wird. Aber, wie +2? Ja, mit so einem Autor mit Frau und Kind. Und Kind waren auch schon fast erwachsen. Okay. Ja, aber. Also hätte Mutti vielleicht mitgekommen, ja, heute Abend? Ja, hätte vielleicht, aber ich. Nein, ich fand aber heute Abend hier im Hotel toll. Ja. Ich habe nämlich geschlafen. Ich war so fertig.
Mir tun so die Füße weh. Ja, nee, wir haben es 18:45 auf der Messe, wir sind echt viel gelaufen. Marvel Champions werde ich wahrscheinlich erstmal nicht zeigen können, weil, ja, es ist, glaube ich, ausverkauft. Also die vom Verlag meinen auch, sie glauben, es ist ausverkauft. Vielleicht kommt morgen noch mal irgendwie was, aber eher nicht. Und ich habe halt keins mehr bekommen, weil die Schlange ging im Album um den ganzen Stand rum. Und ich dachte so, nee, ich stelle mich da nicht. Und ich habe mich gewundert, dass du nicht gesagt hast, Mutter, bitte stell dich an. Da habe ich überlegt und das ist jetzt auch nicht so. Ich habe so viel Zeug. Also wenn es morgen da ist, dann wirst du vielleicht netterweise in der Schlange stehen. Was? Oh nein. aber die hatten halt am Anfang welche da. Ich dachte, ich gehe halt einfach abends hin, haben sie noch welche oder nicht. Und so wichtig es war auf Champions ist auch nicht. Das wird nicht das Überspiel sein. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht so oft spielen. Von daher... Würfellogo, ja. Das ist eine gute Idee. Ja, das habe ich tatsächlich schon. Das hat damals der Mensch, der das hier designt hat, hat das auch schon gemacht in Gold, Silber und Bronze. Das ist vielleicht sogar die einfachste Version, weil der Würfel hat jetzt auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Ja, absolut. Ich würde den auch mal schützen lassen. Ja, wenn du das Geld dafür gibst, ist das alles nicht so ganz billig. Genau, siehst du. Dann musst du mal ein bisschen mehr arbeiten. Ja, noch, ja. Ja, nein, bloß nicht. Du musst mehr schlafen, glaube ich. Ist viel wichtiger. Genau, Europa Universalis habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Vielleicht morgen, aber wie gesagt... Schreib da auf den Zettel. Steht schon auf dem Zettel von gestern. Ja, aber das ist der neue Zettel. Ja, ja, aber das hypt halt alle bei so großen viele Schiffe und so. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass da ein gutes Spiel hintersteckt, aber... Oder zumindest wahrscheinlich schon ein gutes Spiel, aber kannst du sich spielen werden. Schreib nochmal Dare auf, D-A-R. Das muss ich morgen angucken. Das suche ich. Ganz alleine gehe ich rum und werde das Spiel suchen. Dann? Halle 5, glaube ich. Ich habe heute übrigens erfahren, ich bin ja nun das zweite Mal auf der Messe, dass es nicht nur bis Halle 5 geht. Ich war voll der Meinung, wenn du Halle 5 gesehen hast, hast du alles gesehen. Wir waren auch schon Halle 6. Ich nicht. Ich war letztes Jahr nicht in Halle 6. Wir sind durch Halle 6 reingegangen einen Tag letztes Jahr. Nee, ich glaube nicht. Also da habe ich es vergessen und verdrängt vielleicht, weil ich will nicht noch mehr Hallen sehen. Aber ich finde, dieses Jahr die Messe ist für mich wesentlich entspannter, weil ich... Weiß, was dich erwartet. Und ich habe dazugelernt. Ich habe die richtigen Klamotten an, natürlich das tolle T-Shirt, aber super bequeme Schuhe, wo absolut egal ist, wie sie aussehen, Hauptsache bequem. Sieht kein Mensch. Es interessiert auch überhaupt niemanden. Und das ist also wirklich... Dann ist alles viel leichter. Ghost in the Shell? Nein. Haben wir nicht, ne? Dungeon Digger habe ich irgendwie... War Dungeon Digger nicht von Renegade, oder? Nee, das war ein anderes Spiel. Nee, habe ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ghost in the Shell ist ja auch nur eine Demo vielleicht für den Kickstarter nächstes Jahr. Ich schreibe mir das nochmal auf. Ich habe es aber auch tatsächlich gar nicht in der Essenliste gefunden. Also wenn irgendwer von euch rausfinden kann, wo Ghost in the Shell ist, kann ich das auf meine Laufliste schreiben, die ich morgen Sonntag abarbeiten werde. Aber Sonntag wird es auch halt ganz, ganz oft einfach heißen, ist schon ausverkauft. Cowboy Bebop Board Game Boogie angeschaut. Nee, ist aber tatsächlich schon ein paar Mal gefallen auf das Spiel der Name. Ich habe auch gehört, dass die, da muss ich ja auch noch hinschreiben, die neuen Oink Games alle ganz cool sein sollen. Ja. Da hat die Silke aus dem Würfel und Zucker von geschwärmt, dass sie alle, ich meine, natürlich mal einen Betrachtungswinkel drauf, weil die natürlich alle so partymäßig im Spielecafé funktionieren müssen. Aber auch der PD-Verlag, der sonst so Concordia und sowas gemacht hat, genau. Und der hat halt auch mit Pictures auch ein sehr interessantes Spiel gemacht, wo alle Leute aus verschiedensten Materialien etwas bauen müssen und dann ist es ein bisschen Crazy Words mäßig, dass dann halt man immer tippen muss, wer jetzt was daraus gebaut hat. Das habe ich auch mir dann geholt, tatsächlich, und das werden wir auf jeden Fall nächste Woche spielen. Cool, also ich dachte erst, es ist ein bisschen Partyspiel befreit dieses Jahr, aber es tauchen jetzt so doch mehr und mehr Partyspiele auf. Auch das neue Spiel vom Moge Verlag, das werde ich morgen wahrscheinlich einfach einpacken. Das soll, also vielleicht nicht ganz so gut wie Lanzelot, Berratti, aber auch kompetitiv, also mal gucken, aber ich passe halt auch ein 10 oder so, packe ich auf jeden Fall ein. Schreibe ich auch nochmal auf. Ich habe auch teilweise einfach Leute angeschrieben gestern, weil wie gesagt, ich will mir eigentlich gar nicht so viel kaufen, weil ich habe so viele Spiele hier. Also ich habe noch Budget, ich werde auch mir dann nur einfach Sachen, auf die ich geil bin. Frage an euch, hat irgendjemand von euch Aftermath gespielt? Das würde mich interessieren, weil also Herr der Träume ist ja gut für Marcel und Sohn. Für mich jetzt so spielerisch auch nicht so, dass ich da mehr jetzt irgendwie das spielen will für die Rezension. Kommandanten, die englische Version war nicht so geil, vielleicht auf Deutsch besser. Und Aftermath ist ja quasi das nächste Spiel in der Reihe, in einem wahrscheinlich sehr erwachsenen Setting. Gibt es noch nicht so wirklich viele Infos auf Boardgame zu. Kostet halt 80 Euro.
wäre aktuell noch im Budget drin, aber wenn das sich jemand von euch schon näher angeguckt hat, hätte, wäre das natürlich super toll. Gestern war es, also jetzt Freitag, ja, Freitag war, es war schon voll, voller als gestern auch, aber noch weit davon entfernt, überfüllt zu sein, fand ich. Ja, finde ich auch. Terraform Mars Turmoil gibt es bei Fricks, wobei die auch schnell ausverkauft sein werden. Es gibt auch extra Sleeves, die hat sich Georg geholt, die hat er mit vorgestellt. Die waren ausverkauft. Die waren ausverkauft, die wollte ich noch kaufen. Ich habe wieder mit dem Großmeister, mit dem Gott persönlich gesprochen, mit Jakob. Ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat, aber der Bart wird auch von Jahr zu Jahr voller. Ich glaube, er sieht sich aber gar nicht mehr. Wieso, was ist das für ein Typ? Das ist der Autor von Terraform Mars. Der Spielegott, der einfach so aus dem Nichts das weltgenialste Spiel erfindet. Das hast du mir noch nie angeboten zu spielen. Ist nichts für. Das ist ein Eurogame. Ja, nein, aber. Nein. Ein Spiel, wo wir Mars terraformen. Das ist schon ganz cool, aber. Das ist nichts für Mutti. Nicht so Mutti. Nein, okay. Nicht so Mutti. Okay. Kein Kartenspiel. Wir haben heute beim Spiel des Jahres, also Spiel des Jahres, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es eigentlich schon seit Jahren. Ich wurde auch letztes Jahr das erste Mal eingeladen. Da lädst du die Spiel des Jahres-Jury immer so alle Autoren und Verlage ein, die so für Spiel des Jahres nominiert waren oder auf der Empfehlungsliste standen, plus halt noch so auch ehemalige Spiel des Jahres-Mitglieder. Ich saß beim Essen neben dem Menschen, der Spiel des Jahres erfunden und sich ausgedacht hat, und neben demjenigen, der von 95 bis 2005 oder so Vorsitzender und Jurypräsident war. Also es war schon ganz toll und immer auch beide super Spiele verrückt und so. Aber die waren besser angezogen als du, oder? Die waren wahrscheinlich besser angezogen als ich, aber ist völlig egal. Ja. Die waren noch ein bisschen baff, als ich erzählt, was ich mache, dass ich eben wirklich Geld verdiene und auch jetzt nicht nur so 100 Euro im Monat. Was, das klappt echt, auch sehr geil heute. Also, ja. Ich habe auch ein bisschen erzählt, wie ich dazu gekommen bin, mit Ravensburg und Spieleburg und so. Habe ich alles schon in meinem 7000er Spezialvideo erzählt, könnt ihr da mal nachgucken. Und wie gesagt, die laden halt dann immer einmal im Jahr ein, wurden halt auch so neue Spiele, Jurymitglieder vorgestellt, so Stefan und ich bin echt müde, Manu. Die wurden halt vorgestellt und ein bisschen was drumherum erzählt mit dem Preis, und dann war einfach so gemeinsam spielen und essen, und da sitzt dann halt auch mal, ich habe mit 4 Autoren zusammen die Crew gespielt, so mit, ich glaube, Hans-Jürgen Frede heißt der, glaube ich, mit, ich habe mich anders aufgeschrieben, also das war halt auch entspannt, dass du einfach da mit allen möglichen Leuten am Tisch sitzt und irgendwelche Spiele zockst. Mit Friedemann Friese habe ich tatsächlich das erste Mal geredet. Wir sind schon irgendwie 3-4 Mal auf der Messe in den letzten Jahren vorbeigelaufen, haben auch so irgendwie mal per Tagung gesehen, er wusste auch, wer ich bin, fand es auch super toll, dass ich sein Spiel gemacht habe, auch das Video gesehen, fand das auch alles super, aber wir haben das erste Mal geredet, ich konnte ihn so persönlich null einschätzen, wie er drauf ist, und wobei letztes Jahr auf dem Spielsjahresdinner haben wir auch kurz geredet, aber nicht so wie heute, wir haben uns wirklich ein bisschen länger auseinandergesetzt, und auch einfach ein super cooler Typ, also macht Spaß, und alle anderen eigentlich auch, also gibt da wenig, ich hab selten mal wen getroffen, ich jetzt irgendwie nicht mag oder so, ist einfach eine kleine große Familie. Ja, nette Community. Auch wenn man zwischen den Verlagen schon manchmal so ein bisschen Beef merkt, so merkt man schon so, dass so der ein oder andere Verlag sich dann immer disst, meistens auch so Verlage, die ungefähr in der gleichen Größenordnung spielen. Das ist ganz witzig. Aber ja, da war ich jetzt halt bis 12:30 sogar. Wie gesagt, habe ich auch den Michael Kiesling getroffen und mit dem gequatscht, und ganz viele andere von Cosmos waren ganz viele Leute da, und das war schon. Fand er das nur gut, dass du sein Spiel gut findest, oder fand er es auch gut, dass Mutti das auch toll fand? Ah, da bin ich ja beruhigt. Sehr schön, aber es ist wirklich ein schönes Spiel. Ja, nee, also war gut, wenn wir schon ein bisschen morgen so erzählen. Ich werde, wie gesagt, hoffentlich noch irgendwie so 1-2 E-Mails bis morgen bekommen und auch noch jetzt gleich ein paar schreiben. Und dann hoffen wir, dass wir eine kurze Nacht. Also solltest du lieber schlafen und keine E-Mails schreiben. Nee, ich kann ja dann schlafen auf dem Rückweg. Das sind ja schön 2 Stunden, die man ruhig schlafen kann. Haben wir noch was zu erzählen? Ich weiß nicht. Ich wollte erzählen, dass das alles so sehr nett war. Das haben wir gemacht. Nett. Nein, nicht nett. Nein, es war toll. Und ich musste Crew haben, unbedingt. Das Spiel. Das war auch lustig. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Der Brettspiel-Button, weil es wurde die Frage gestellt, dass, ob es mich wirklich gibt, ob ich wirklich da bin, ob ich nur so ein Gefühl zwischen den Leuten bin, aber gar nicht real existent. Hat irgendwer den Button gepostet, so, ja, es gibt ihn wirklich. Und dann hat irgendjemand anders hier so ein Kreuz gepostet und meint, ja, es gibt Gott wirklich, das ist der Beweis.
War bitte? Ganz, war ganz witzig. Nee, so als Analogie dazu. Ja, ja. Ansonsten... Vorstrahl? Achso, das ist wieder mal Quatsch. Chate, Parkplatz. Genau, heute ist Freitag, ne? Heute ist, ja. Heute ist Freitag. Habe ich nicht gestern schon die Fairplay-Wertung erzählt? Also, ja, ich habe mir heute die Fairplay-Wertung kurz angeguckt. Die ist super, also interessant noch. Da, also, da wurden halt nur Spiele, die mindestens 5 Wertungen haben, mindestens 3,5 haben, alphabetisch sortiert. Und da waren halt in der Fairplay-Wertung von 10 Uhr, ich habe jetzt die Abschlusswertung nicht fotografiert, waren drin Azul, Black Angel, Calavera, Carnival of Monsters, The Crew, Dinosaur Island, Glenmore, Harry Potter, Kitchen Rush, Palm Island, Res Arcana und Team 3. Ich glaube, fast alle Spiele, die ich auf meiner ersten Vorschauliste hatte und nicht so die große italienische Vielspieler-Neuheit oder so, das war schon interessant, dass die mal so ganz anders aussah als sonst. Da möchte jemand wissen, wie viel Schlaf du bekommst während der Messe. Maximal 5 Stunden pro Nacht. Ja, 5 höchstens. Wenn ungefähr. Überhaupt. Ja. Aber reicht ja auch. Lock up. Mal freue ich den Stream an und stelle dann fest, dass man nichts versteht, wenn man DJ auf einer Death... Das verstehe ich nicht. Das habe ich jetzt schon das dritte Mal gelesen. Er ist gerade DJ auf einer Death Metal Party. Ja. Hat gesagt, oh geil, Stream, und hört natürlich nichts, weil er Death Metal gerade auflegt. Er arbeitet und will deinen Stream gucken. Ja, aber ist halt DJ. Dann versteht man halt nichts. Ah, okay. Du sollst mal Pantomime machen, wie dein Tag war. Anstrengend. Mein Tag war schon geil, aber bei Renegade habe ich auch Legacy mitgenommen und tatsächlich auch dieses Proving Grounds, was ja glaube ich auch nur ein besseres Kniffel ist. Paladin habe ich da mitbekommen. Das war schon ganz witzig. Wie gesagt, wir haben, es gibt so ein neues Quix, so ein Ägypten-Quix. Das heißt Anubix. Ich habe es mit 4 Spieleautoren gespielt. Also A, es ist super, super farbenblind und freundlich, deswegen würde ich schon nicht empfehlen, es zu verkaufen. Aber also entweder haben wir die Regeln falsch verstanden und wenn das so ist, dann passiert das halt nicht nur mir, dem Amateur auf dem Brettspiel-Blogger, sondern auch so waschechten Profi-Autoren. Und dann, ja, aber das war echt unelegant, holprig, nicht schön. Natürlich ist auch so ein Messe-Spiele-Event-Einblick dann nicht jetzt zu 100% repräsentativ, aber kann ich halt nicht zwingend empfehlen. Manu, der Bär fragt, ob du Rollgate gespielt hast oder gesehen hast. Rollgate. Wenn wir erzählen, dass wir keine Zeit haben zum Spielen, glaubt das keiner. Nee, also auch gesehen, ich sehe echt 4, aber ich bin echt... Wir haben so wenig Zeit gehabt, wir haben nur 2 Spiele heute gespielt. Ja. Und wir haben heute schon 2 schon Spiele 2 gespielt, denn gestern haben wir gar nichts gespielt. Wir kommen einfach nicht dazu. Und morgens denke ich immer, oh, wir fahren da um 10 hin und es geht wieder bis 18 Uhr. Oh, wird das lange. Und zack, sagt Ben. Und jetzt noch eine Runde, es ist nämlich gleich 18 Uhr. Das merkt man überhaupt nicht. Es geht so schnell vorbei. Also wie gesagt, man ist so da und zack, ist das schon wieder rum. Ja. Nemesis auf Deutsch ist, glaube ich, auf der Messe so bei verschiedenen Händlern. Die haben halt, also ich sehe immer viele Leute mit dem Nemesis da rumlaufen. Also nicht super viele, aber es taucht immer wieder eins auf. Und ja, ich verkaufe mir für nicht die Kickstarter-Version, keine Sorge. Nochmal eine Frage, hast du vielleicht Royal Cake gesehen? Nee, leider nicht. Nemesis nur Englisch, okay. Bei Bord im Zeitriss. Ich habe leider keinen Marvel bekommen. Ich habe mich morgens nicht angestellt, weil die Schlange so lang war. Abends war es ausverkauft, aber es ist mir auch nicht so wichtig. Ich warte einfach, bis es lieferbar ist. Vielleicht sagen, ob es da schon 10 Leute ist, doof und dann. Aber es ist da? Es war da. Aber hier sieht man schon angeboten sein, es leihweise zu schicken. Das ist übrigens von völlig unabsichtlicher Fake. Du hast, also wir haben noch kein Video gemacht, aber jetzt hast du ein Video mit meiner Mutter. Das kannst du auch verarbeiten. Nee. Er hat mich gefragt, ob er mich schon hat. Ich meine, ja, hast du meinst, ich bin auch so durch und vergesse ich so, ja, hier kannst du noch meine Mutter nehmen und dann bist du da jetzt in seinem Video drin. Das ist auch schön. Wo kann ich das sehen? Auf seinem Kanal dann. Heute Morgen, Sonntag, weiß ich nicht. Und nein, ich drehe jetzt auch kein Video mehr mit dir. Das reicht. Mutti reicht. Bei wem war das? Bei Better Board Games. Ach so, hi. Dem, der sich dann oft beim... Ja, ich weiß. So alt bin ich nicht, dass ich mich nicht erinnere. Gut. Also, alles gut. Ich musste 3 Fragen beantworten. Ich habe das von dir geerbt. Was? Das mit der Vergesslichkeit? Ja, das hast du. Doch, hast du schon. Ja. Wenn ihr Fragen habt, dann her. Aber wir machen... Also, Sonntagabend können wir den... Nein, Zeit ist eben das Wort. Zeit wir ist, haben keine Zeit. Nicht, aber wie gesagt, Sonntagabend...
Ich denke, wir werden so bis 6, halb 7 vielleicht ich auf der bis Messe 14 sein. Uhr. Ja, 14 Uhr, also wir gucken mal. Also ich will eigentlich so früh wie möglich weg, aber auch alles sehen, was ich sehen möchte. Und so, ja. Ja, sagt, und werde ich mir auch einfach gar nicht angucken, glaube ich. Ja, also mal gucken, wir werden dann halt abends unboxen. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht Markus noch irgendwie nach Köttingen geschaufelt kriegen oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann können wir ganz viel chatten, ganz viel schreiben. Wir können uns angucken, was wir so alles mitgebracht haben. Sagt, ist nicht so viel wie sonst, aber schon ein bisschen was. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier raus. Danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Haben wir einen Daumen nach unten? Sonst kann ich nicht in Ruhe schlafen. Wir haben einen Daumen nach unten. Ja, oh, Gott sei Dank. Puh, das wäre auch hart gewesen, wenn nicht. Spielerfilm für die Eltern. Oh. Möchte jemand haben. Wie? Sie fanden also super Flügelschlag auch, aber das ist schon fast zu komplex. Also ganz toll, das kenne ich nicht, aber vom letzten Jahr ist Skyo zum Beispiel. Ja. Wenn man ein kurzweiliges Kartenspiel haben möchte, ich weiß, kenne die Fachbegriffe nicht, aber Skyo ist ein tolles, kurzweiliges Spiel. Wir sind eine ähnliche Altersklasse und wir spielen das mit Leuten von 5 bis 77. Und das macht irre viel Spaß. Das spielen wir also wirklich gerne. Und was spielen wir denn noch gerne? Wir spielen super gerne Minara. Ich weiß immer nicht, ob das zu zweit so unbedingt so toll ist. Wir spielen es ja meistens zu viert. Ja, das war doch schon die Erweiterung haben wir noch nicht. Wenn wir morgen früh rauskommen, dann... Ich komme raus. Angucken nicht, ich habe es einfach gekauft, ohne es gespielt zu haben. Beide Versionen. Aber die Hand angucken vorher. Ja, wir machen jetzt wirklich aus, gehen ins Bett und vielleicht morgen ein bisschen mehr. Danke fürs Reingucken. Vielleicht haben wir hoffentlich einen gewissen Grundunterhaltungswert, aber heute wahrscheinlich war der eher am unteren Level. Ja, aber wir wollten noch so kurz ein bisschen berichten, weil wenn ich das Sonntag alles mache, dann... Man hat auch wieder vergessen. Genau, so ja. Viel deswegen mal kurz ein täglicher Abriss. Waren bestimmt, und wie gesagt, alle Leute, die getroffen haben, es war immer super, super nett, mit euch zu quatschen. Ja. Es hat echt Spaß gemacht. Man hat auch manche Leute angemerkt, so... Das ist klar, man läuft ja so durch die Halle und auf einmal läuft da so ein Bänder lang vorbei. Das hatten wir so, und dann sagt man vielleicht auch nicht gleich Hallo, obwohl man es gerne gemacht hätte. Sagt, könnt ihr immer gerne machen. Ja. Wenn ihr mich treffen wollt, die Chance am Spieleburglaster. ja, aber da sind wir halt auch nur ab und zu mal. Aber ich sag, jetzt machen wir aus. Wir gehen Richtung Haier und sind dann morgen Abend wieder da. Vielleicht dann auch nur für eine halbe Stunde, die jetzt schon... auch noch nicht so lange dauert. 45 Minuten, das ist kurz und knackig. Es waren schon wieder 45 Minuten. Ja, es geht immer so schnell rum. Die Rocket Beans Sendung ging ja auch mega schnell rum. Ja. Das ist halt so. Also, vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Gute Nacht.